Es geht darum, sich zu verwandeln. Es geht darum, sich zu erneuern. Wer stehen bleibt, in alten Mustern verharrt, dem kann die göttliche Liebe nicht in dem Maße zufließen, wie es gedacht ist. Ihr schneidet euch dann von der Energie ab, die euch wahrlich zusteht und die euch transformiert und weiterbringt, katapultiert in ein neues Lebensgefühl, ja, in eine neue Daseinsform. Wenn du Ja gesagt hast zu dieser großen Transformationswelle, dann bist du bereit, dich wahrhaftig und vollständig zu erneuern und zu definieren. Denn wer bist du wirklich in der Tiefe deiner Seele? Was macht dich aus, wenn alles im Außen zerbricht? Was leuchtet in dir, wenn du dich nicht mehr über Äußerlichkeiten ausdrücken kannst? Was strahlst du aus, wenn deine reinen Handlungen nichts mehr zählen? Das sind die Fragen, die ihr euch stellen solltet in diesen Tagen. Denn gerade jetzt geht es ums Große und ums Ganze. Es geht um das individuelle Erwachen und um den kollektiven Bewusstseinssprung. Es ist verbunden mit sehr viel Mut, weil ihr Altes, Vertrautes hinter euch lasst, was euch bislang Geborgenheit und Sicherheit geschenkt hat. Viele von euch haben in der Kindheit und Jugend Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, euch kleiner zu fühlen und einen Teil von euch zu verstecken, zu verdrängen, selbst nicht mehr wahrzunehmen. Doch dieser Teil wohnt immer noch in euch. Küsst ihn wieder wach, erweckt ihn neu zum Leben, befreit ihn aus dem Kerker der Verdrängung, befreit diesen Anteil.